So, ich mache mal noch eine Aufnahme. Willkommen zurück zur Kontor. Wir sind gefangen beim Zischen. Das Zischen hat uns erwischt und jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen. Willkommen zurück. Meine Assistentin ist eben gut. Muss jetzt erstmal wieder schauen, dass ich die ganzen Sachen einsammle. Ja, das Zischen hat uns. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind irgendwie gefangen. Letzte Dings, die wir gesehen haben, die letzte die letzte Cutscene hat uns. Oh, da ist das Ding, das sich mitnimmt. So, und jetzt gehen wir mal hin. Vielleicht ist jetzt auch gleich das Spiel vorbei. Ich weiß es nicht. Ich werde kämpfen und einen Weg finden, es zu vertreiben. Du bist ein Wurm. Kriegst du die Wo ist meine Waffe? Das Donnerlied verzerrt dich. Glück kommt, weiße Perlen. Du bist ein Wurm. Kriegst du die Zeit? Das Donnerlied verzerrt dich. Glück kommt, weiße Ich weiß, was ich tun muss. Am Anfang anfangen. Warum? Ich hätte es früher sehen sollen. Das ist mein Chaos. Ich muss es beseitigen. Ich, niemand sonst. Ich bin die Direktorin. Hallo, hier ist Dr. Caspar Darling. Ich habe eine vertrauliche Nachricht für den Direktor des Federal Bureau of Control. Ich habe traurige Neuigkeiten. Hadron ist tot. Aber es war keine Quelle, sondern ein Katalysator. Verstehen Sie? Sie müssen in mein Büro. Das Endspiel. Es wird enthüllt. Oh Mann, ey. Oh Mann. Überall ist Jesse. Haben immer noch keine Waffe, ne? Jesse hängt jetzt überall an der Decke. Und es ist so ein leichter Schwarz-Weiß-Filter drin. Und die Texturen lassen mal wieder auf sich warten. Oh Mann, ne. Ich glaube, dass Dylan wahrscheinlich der Endboss sein wird. Also der Oberbösemacker. Geschäftsleitung. Hier ist echt nichts mehr so, wie es vorher war. Selbst das Glas da hinten von dem Bildspiegel ist so geil, ey. Hier war Dylan drin, ne? Türen sind halt alle zu. Central Executive ist auch nicht möglich. Shitty, shitty, shitty. Das ist unsere Geschäftsleitung, da ist das halt. Zentrale Geschäftsleitung, komme ich halt nicht hin. Also irgendwas ist da, was ich machen muss.
Oh mein Gott. Das ist so ärgerlich mit den scheiß Texturen, ich sag's euch, ey. Ah, da ist die Tür offen. Du bist fort. Tot. Ich fühle dich nicht mehr. Ich kann nicht. Aber da ist was. Ich weiß nicht was. Das Motel ist ein Ort der Macht. Der Veränderung, der Durchreise. Es verbindet alles. Das ist ein Traum in meinem Kopf. Warum sollte es mich nicht an mein Ziel bringen? Wirklich? What? Das ist abgefahren, ey. Oh Gott, Was war ein Bild drauf? Hadron ist tot. Aber du lebst hier in mir. Vielleicht hat Hadron dich in unsere Köpfe gepflanzt, als wir sie getroffen haben. Vielleicht warst du schon immer da. Und sie wollte mir zeigen, wie ich dich wecke. Vielleicht werde ich es nie verstehen. Vielleicht muss ich das auch nicht. Trench wurde als erster vom Zischen befallen. Langsam über die Jahre hinweg. Sein Verlangen nach Kontrolle machte es nur schlimmer. Trench brachte den Projektor in die Nostalgieabteilung. Und damit hat er dem Zischen die Tür geöffnet. Einfach so. Nachdem Hadron starb, wollte das Zischen auch mich kriegen. Aber ich bin stärker. Wir sind stärker. Sie warten. Sie werden versuchen, uns zu stoppen. Na, ja, das wird gegen Gillen gehen. Gillen ist der Letzte wahrscheinlich. Oder derjenige, der... Meine Schwester hatte diesen Traum. Ein Albtraum. Und die ganze Welt träumte ihn mit ihr. Dylan? Sie hat sich eingeredet, sie wäre wach. Sie war schon immer stur. Ich
wusste, ich musste ihre Frau sie aufwecken. Musste das Poster runterreißen, das sie anstarrte. Ihre Augenlider abschneiden, damit sie sah. Ja, ich verstehe gerade nicht, was ich machen soll. Soll ich hoch? Soll ich runter? Ich nehme mal an, dass ich hoch soll. Okay. Hoffen wir mal, dass da ein guter Speicherpunkt ist, war. Rötlich gelb. Meine Schwester hatte diesen Traum. Einen alten Traum. Und die ganze Welt träumte ihn nicht. Und jetzt? Dylan? Sie hat sich eingeredet, sie wäre wach. Sie war schon immer stur. Ich wusste, ich musste ihren Traum aufwecken. Musste das Poster runterreißen. Dass sie anstarrte, ihre Augenlider abschneiden, damit sie sah, um sie zu retten. Ich darf vielleicht weiter? Schon der Weg hier. Ich verstehe nicht ganz, was ich hier machen muss. Da muss ich runter. Runter, okay. Mann, ist das eine abgefahrene Scheiße, ey. Das ist der Dia-Projektor. Du bist ein Wurm! Kriegst durch die Zeit! Das Donnerlied verzerrt dich! Glück kommt! Weiße Perlen, die gelb und rot erscheinen! Der Spiegel dreht es. Ich weiß, er ist immer noch irgendwo da drin gefangen. Drücke deine Finger durch. Ich weiß es, weil es für mich auch so war. Das soll du! Natürlich. Ich glaube, die kommen unendlich nach. Wo ist denn der Typ hin? Oh.
Mann, ist das abgefahrene Scheiße. Ist das abgefahren? Nein, ihr habt mich runtergeschmissen, die Sau! Nein, ich lebe noch. Aha. Oh nein! Nicht die Viecher. Muss weg hier. Scheiße. Ich hasse die Viecher. Die sind richtig ätzend. Scheiße. Das blöde Vieh verfolgt mich. Scheiße, keine Munition mehr. Ah! Fuck, ey, ich hasse die blöden Viecher. Nein! Oh Mann, ich hasse die Viecher. Die sind so scheiße zu besiegen. Aber wenn sie unsichtbar sind, kannst du sie nicht besiegen. Du kannst sie nur besiegen, wenn sie sich sichtbar machen. Mann, ich hasse die blöden Drecksviecher. Die sind so scheiße, ey. Macht keinen Spaß, gegen die zu kämpfen, weil die ich halt so schnell wegbumsen. Fuck, ey. Muss die gleich loswerden, die blöden Viecher. Oh nein, ich muss die alles von vorne machen. No.
Muss ich eine Energy mitnehmen und dann. Oh, jetzt geht's los. Jetzt muss ich halt aufpassen. Ne, jetzt noch nicht. Nichts da, wo der ist. Okay, jetzt. Wo bist du? Zeig dich. Okay, eins habe ich. Was ist das übel, ey? Ich glaube, das ist nur einer gewesen, oder? Scheiße. Scheiße, ich muss hier weg. Jetzt werfen wir nochmal alles, wirklich alle Gegner, die sie bis jetzt im Spiel hatten. Mann! Wo ist denn da noch einer? Oh Mann, da oben steht auch noch einer von denen. Holy shit, ey. Scheiße.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, es war nur einer von diesen Unsichtbaren. Die sind halt so widerlich, ey. Hoffentlich kommt da jetzt nicht noch eine, so eine Phase, wo null von den Viechern sind, ey. Dann gehe ich aber nach Hause. Holy fucking shit. Dylan liegt im Koma. Ich weiß nicht, ob noch was von ihm übrig ist. Ob er je zurückfinden wird. Das Portal ist geschlossen. Aber das Zischen verbleibt im ältesten Haus. Und die Quarantäne kann nicht aufgehoben werden, solange noch eine Spur davon vorhanden ist. Ich arbeite mit der Geschäftsleitung an einer Lösung. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Ich bin die Direktorin des Federal Bureau of Control. Wir hängen da zusammen drin. Du und ich. Wow. Ich hab schon gedacht, dass das Ende demnächst ansteht, aber... Alter Schwede, Courtney Hope, John Dewey, James McAfee, Matthew Porita. James McAfee ist hier Max Payne, glaube ich. Sean Donnelly. Meine Fresse, ey. Wirklich, jetzt ohne Witz. Ich habe nichts verstanden in dem Spiel. Jetzt gegen Ende hat sich das ein bisschen aufgelöst, weil man dann auch erfahren hat, wie das zwischen woher das kommt und was es eigentlich ist. Es ist kein physisches Wesen an und für sich, sondern es ist ein Geräusch, mehr oder weniger, das sich halt durch den Kopf bohrt und dann in den Kopf sozusagen sich festsetzt. So eine Art, eine Resonanz ist ja eigentlich, also da rate ich jetzt, ne? Resonanzverstärker zum Beispiel, das ist ja, oder generell eine Resonanz ist ja eigentlich ein erhöhtes Geräusch, glaube ich, oder ist Resonanz? Muss ich nochmal nachgucken, weil so richtig weiß ich jetzt nicht, aber schon viel mit Geräuschen und verschiedenen Tönen zu tun, die man als Mensch wahrscheinlich nicht wahrnehmen kann. Ist aber bei bestimmten Tieren bestimmte Frequenzen einfach ein bisschen höher sind. Eine Art Frequenz für Resonanz, keine Ahnung. Was kann man zu diesem Spiel sagen? Es ist eine unglaublich coole Sache, ein Spiel zu haben, was tatsächlich auf Raytracing setzt. Ich habe jetzt leider erst sehr, sehr spät Raytracing angemacht, weil das hat auch echt immer viele Probleme bei meinem Rechner ausgelöst, weil ich halt noch nicht auch alles abgedatet habe und so weiter und so fort. Da fehlt halt noch das Windows-Update, das man halt auch sagen kann, dass man Raytracing auch cool spielen kann. Ich habe es nur auf Medium jetzt am Ende gespielt, aber es bleibt da dann so ein bisschen ein bitterer Nachgeschmack. Jetzt, nachdem ich ja die Musik ist ganz schön laut. Nachdem ich jetzt ja tatsächlich rausgefunden habe, oder als ich jetzt das Problem mit den Texturen sehr, sehr stark hatte, am Anfang war es nur teils und immer wieder mal, aber jetzt gerade gegen Ende ist es echt extremst geworden, dass die Texturen einfach total dem Bach untergehen. So was habe ich noch in dem Spiel noch nie erlebt, dass die Texturen so spät nachladen oder generell irgendwelche Probleme, dass es halt so krasse Probleme einfach sind.
mit den Texturen hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber es sind tatsächlich sehr krasse Probleme. Und als ich nachgeschaut habe, wie fixe ich das Ding? Es gibt keine Lösung, wie man das fixt. Das ist halt ein internes Problem der Engine. Da muss halt von Remedy ein Problemlösung kommen, weil selber kann man dagegen nichts viel machen, außer vielleicht ein paar Parameter runterdrehen und schauen, ob es dann irgendwie besser läuft. Ich hatte das jetzt Gefühl, nachdem ich das ein bisschen umgestellt habe, in den Einstellungen, dass es deutlich ein bisschen besser gelaufen ist, aber so richtig viel besser ist es jetzt auch am Ende des Tages nicht gelaufen. Aber das ist schon eine harte Nummer, dass man im Jahr 2019 eine Engine hat, die es nicht schafft, kompatibel mit dem System zu sein, um die Texturen rechtzeitig zu laden. Das ist halt schon, das ist, weiß ich nicht, also das... Ich habe auch gelesen, dass bei Remedy's Vorgängerspiel, wo sie die Engine zum ersten Mal zum Einsatz kam, nämlich bei Quantum Break, genau dasselbe Problem war, dass die Texturen einfach echt matschig waren, dass viel zu spät geladen worden sind und so weiter und so fort. Also das ist schon, also, weiß nicht, sehr, sehr, sehr eigenartige Nummer. Aber Spiel durchgespielt, was ich so von der Geschichte mitbekommen habe, ist halt, dass zwischen Trench ist der Erste gewesen, der es zwischen reingelassen hat und hat sich deshalb wahrscheinlich umgebracht. Weil es hieß ja irgendwie, dass er über Jahre, dass es zwischen über Jahre versucht hat, sich irgendwie in seinen Kopf reinzubohren und dann hat er wahrscheinlich irgendwann nicht mehr das nicht mehr ertragen können und hat sich dann halt den Kopf weggeblasen. Aber er hat das Zwischen sozusagen reingelassen. Dylan ist damit komplett infiziert worden, ist sozusagen derjenige gewesen, der sich aufgemacht hat, um den Rat zu zerstören. Was der Rat ist oder wie er das ist, das wissen wir immer noch nicht ganz. Aber ja. Und Hedron hat uns halt geleitet, hat uns geführt, um sozusagen diesen... Hedron war die ganze Zeit halt in der Behörde. Wir waren aber mit ihr verbunden und sie wollte halt, dass wir in die Behörde gehen, um sie zu befreien. Darum ging es halt. Sie ist zwar eigentlich hingegangen, um ihren Bruder zu finden, das aber nur so eine Randnotiz war. Und Hedron wollte befreit werden, wir haben es leider nicht geschafft, Hedron wurde zerstört. Und am Ende des Tages ist das Zwischen halt überall. Wir haben das Zwischen zwar aufgehalten, weil wir den DIA-Projekt halt geschlossen haben, das Portal dazu. Aber es Zwischen verbleibt in der Welt. Und als neue Direktorin muss sie halt Lösungen finden. Verwirrende Geschichte, muss ich zugeben. Und vor allem, was mich wirklich so ein bisschen genervt hat, ist halt alles, jeder Hans und Franz irgendwie alles Mögliche halt in Textsachen. Ich habe nichts dagegen, wenn man viel Audiologs und so benutzt, aber das war halt absurd. Absurd viel Textpassagen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, vielleicht auch einfach... Ja gut, es sind viele Sachen, die halt einfach nicht wirklich story-relevant waren. Also so, was haben die Leute da drin und so getrieben und so weiter und so fort. Und was sind die ABEs und was gibt's da für verschiedene und so. Weiß nicht, ob das unbedingt... notwendig war, aber am Ende des Tages ist es dann halt so gewesen. Britta Gardner hat die deutsche Jessie Faden gespielt. Gertrud Thoma, die hat echt eine angenehme Stimme gehabt mit Emily Hope. Und viele gesagt haben, dass, was ich so gelesen habe, dass die deutsche Synchro halt echt behindert ist. Ich fand es eigentlich okay. Was ich auch okay fand, war tatsächlich diese Mischung aus Spiel und als ja, reale Cutscenes und vor allem dieses eine Level mit Take Me, Take Control, das war so unglaublich gut. Da haben wir es gerade viel auf Blank Planet, Take Control, Performed by Old Gods of Asgard. Das ist so geil gewesen. Das ist diese Kopfhörer anzuschließen und dann halt durch dieses Level sich durchzuschießen. Das war total cool, das Level. Das Labyrinth, das war total abgefahren. Jetzt mal gucken, ob da noch was kommt. Wie Simplicon.
Kommt noch eine Post-Credit-Scene oder war's das? Oh. The fuck? Du bist die Direktorin des Federal Bureau of Control, die Krise ist noch nicht überstanden, deine Arbeit ist nicht getan. Sieht da weird aus. Gegenmaßen des Rats und Behördenbenachrichtigungen helfen im Kampf gegen die Bedrohung des Zwischens, suche in den gefährlichen Tiefen des Edison-Haus nach Behörden, Geheimnissen und verborgenen Hinweisen. Das ist Endgame quasi. Finanzen der Behörde. What? Die Verurteilten. Das ist der Name des Films, an den ich dachte. Nicht wichtig, aber das ist er. Okay. Was haben wir denn jetzt? Die Hauptmission sollte jetzt eigentlich durch sein, ne? Alte Freunde, du hast keine Gegenmaßnahmen des Rats. Langston, das sind alles noch diese Nebenaufgaben. Die Hauptmission ist jetzt einfach durch. Geschäftszentrale, Geschäftsleitung, gehe ich mal hin, mal gucken, was da noch so geiles ist. Vielleicht gibt es da ja tatsächlich mal Texturen. So nervig, ey, wirklich. Das gefällt mir überhaupt nicht, wie sie sich hier Frisur gesteckt hat und so. Wir müssen methodisch vorgehen. Raum für Raum säubern und jeden einzelnen Zischer ausschalten. Und dann mal angucken, was es ist. Aber wenn das Gebäude Outfits. Zivilistin. Sieht mit am besten aus. Kandidatin P7. Das geht ja gar nicht. Vor allem, weil man wieder mal keine Texturen sieht. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht bescheuert aus, ey. Lebenstaktiken. Bitte gegen andere zu sterben, bis erforderlich unsichtlich oder anverstanden. Fortschritt. Oh mein Gott. Ich habe Waffenplatz, ich sehe Tischer Wachen. Das ist jetzt quasi das Endgame. Waffentaktiken. Ja, gut, das ist ja alles Bonuskram. Das ist ja hier Quatsch. Ja, wer das machen will, der kann das halt machen, aber ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Vielleicht machen wir das, wenn die DLCs rauskommen. Es gibt noch einen DLC, der mehr Missionen reinbringt im Endgame, aber ich denke, ich für meinen Teil habe die Hauptgeschichte durchgespielt. Das Endgame ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt hier unbedingt brauche. Ich habe rumgeeiert, die Nebenmission machen noch und so. Das heben wir uns mal auf und machen das dann im DLC. Ich weiß nicht, ob der DLC in diesem Bereich hier integriert wird. Das heißt, der eine DLC wird auch mit Alan Wake zu tun haben. Lasst uns überraschen, die kommen alle nächstes Jahr, die DLCs. Ich werde sie definitiv spielen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns zum andermal wieder. Ich verabschiede mich hier. Das war's mit Control vorläufig. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter, wenn die DLCs da sind. Tschüss.